Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zum Spieltag gegen Mika bzw. gegen seine Fate Steel Knights. Und der Grund, warum dieser Kampf ja verspätet kommt, war ja ganz einfach. Ich war ja in Polen, ich war ja bei meiner Familie in Polen. Dementsprechend konnte ich halt eben nicht diesen Spieltag mit Mika vorher ausmachen. Jetzt sind wir hier mit dem Spieltag. Mika hat die Chance für die Revanche. Ich habe ihn ja in der NPBL 1:0, ja natürlich vom Feld gefegt. Ja, 1:0 natürlich vom Feld gefegt. Es war ein cooler Kampf, wie ich finde, in NPBL. Ich hoffe, das können wir hier recreaten. Ich wollte nämlich gerade sagen rekreieren, aber ich glaube, das ist gar kein deutsches Wort. Deswegen bleibe ich einfach bei recreaten. Es wäre ganz cool. Mal gucken, wie ich mich hier schlagen werde. Ich habe ein bisschen was ausprobiert. Ich kann euch ja jetzt schon mal, also wobei, die Teams seht ihr schon die ganze Zeit. Also man sieht hier, ich habe Empoleon dabei, ich habe Moruda dabei, Cresselia dabei, Raikou dabei, Mega Schlappohr dabei und Togekiss dabei. Wir sehen, Mika hat ein Nidoqueen, Landorus T, dann dieses Whimsicott, Elfun heißt es glaube ich auf Deutsch, Hierarchie, Mosquito und Lantern. Lantern wieder ein Pokémon, was mir absolut oberst auf den Sack geht. Das war ja auch schon in der NPBL so für mich der Fall, wo ich dann einfach bei Lantern verzweifelt bin. Genauso wie Hierarchie. Vor allem, wenn man sich auch ein bisschen mein Team anschaut, ist Hierarchie echt ein bisschen doof gegen mich. Habe ich dann halt eben, ihr könnt natürlich wieder, wie gesagt, die Poképaste in der YouTube-Videobeschreibung könnt ihr natürlich mal wieder anklicken, um zu sehen, wie ich mein Team aufgebaut habe, weil ihr mein Teambuilding irgendwie nachvollziehen wollt. Ich habe Cresselia sehr offensiv aufgebaut mit Choice Specs. Ich wollte mal was ausprobieren. Ja, ich wollte ein bisschen trickiger werden. Ich habe mir nämlich jetzt einfach als Plan gesetzt, passt auf, ich habe meinen Gameplan in der MDL habe ich jetzt komplett über den Haufen geworfen. Ich habe nämlich jetzt nur noch Bock auf Gimmick. Also zumindest mindestens eine Sache in meinem Team soll so richtig gimmicky sein. Also einfach so, einfach richtig so ein Fun-Set halt eben sein. So. Ich möchte einfach mal Sachen ausprobieren. Vielleicht ist Choice Specs Cresselia gar nicht mal so komisch oder ich sag mal, vielleicht gar nicht so kreativ oder irgendwie so, aber für mich schon, weil das irgendwie was Lustiges für mich ist. Deswegen, das möchte ich jetzt einfach mal in der MDL die ganze Zeit machen. Ob es klappt oder nicht, ist mir auch egal. Ich möchte einfach Spaß in den Kämpfen haben, ja. Dafür möchte ich die MDL jetzt hier ausnutzen. Ich habe so ein bisschen meinen Gameplan halt eben geändert, weil ich habe nicht so das Gefühl, also nicht das Gefühl, gegen die Leute, die in der MDL sind, hohe Chance zu haben. Sagen wir es mal so. Aber ist ja egal. Das ist ja eine ganz andere Sache. Wir werden auf jeden Fall mal schauen. Ein Sieg bleibt mir auf jeden Fall noch aus und dann werden wir mal schauen, ob ich das hier gegen Mika einfahren kann. Deswegen würde ich sagen, ich fackel auch gar nicht lang rum, sondern beginne auch schon hier mit dem Kampf. Deswegen würde ich sagen, let's go. Auf geht's in den Kampf. Ich habe mich hier dazu entschieden, also ich habe erstmal überlegt, so ja, mit was leade ich denn, weil ich halt sein Team gesehen habe und ich habe halt gesehen gehabt, er hat so Sachen wie Hierarchie und Lantern dabei, die mich genervt haben. Er leadet hier mit Nidoqueen und ich habe mich dazu entschieden, halt eben hier mit meinem Empoleon zu leaden. Das ist jetzt schon mal ein bisschen doofer Lead, weil so Erdkräfte vor allem von so einem offensiven Nidoqueen möchte ich halt eben nicht nehmen, vor allem wenn es Sheer Force Life Orb oder irgendwie sowas ist, deswegen wechsle ich hier aus. Habe schon damit gerechnet, dass er damit rechnet, dass ich auswechsle. Bin trotzdem auf meinen Cresselia-Gang, ist hier auch meine beste Wahl, vor allem weil ich jetzt halt eben hier die Möglichkeit habe, beim Choice Back Psychic, leck mir am Arsch, durch sein Team so ein bisschen durchzupflegen. Er wechselt hier auch raus und geht in sein Unrest. Unrest ist in dem Fall hier sein Lantern. Da geht's schon los. Hier an diesem Damage jetzt gleich kann ich halt eben sehen, dass es eigentlich Assault West Lantern sein müsste. Ich war mir da noch ein bisschen unsicher, aber ich bin dann halt eben ne, so ein bisschen durch die Kais gegangen, damit auf den Schuss kommen, dass es doch AV halt eben ist. Er geht hier raus mit Voltwechsel. Ich bleibe aber drin und bleibe dabei, einfach Psychic weiterhin durchzudrücken. Er geht hier in seine Hierarchie. Ich hatte auch Spukball auf Cresselia gehabt, die ich jetzt hier lieben gerne frei gehabt hätte, um das Hierarchie abfangen zu können. Hatte ich halt eben natürlich nicht, weil ich ja gelockt bin. Wir sehen hier, dass Hierarchie ist ein bisschen defensiver, mit Leftovers halt eben aufgebaut. Er wundert sich wahrscheinlich, warum mein Cresselia keine Leftovers bekommt. Wobei, falls er nicht schon vorher beim Schaden gesehen hat, dass ich Specs bin. Er wächst hier wieder raus. Sehen Hierarchie, die Diesmal geht er in Landorus rein. Ich bleibe einfach hier dabei, weiterhin halt eben Psychic durchzudrücken. Ich habe sozusagen nichts zu verlieren, in Anführungszeichen. Ich kann hier einfach frei meinen Psychic halt eben durchsetzen. Und man sieht es hier, das ist unfassbarer Damage. Das überlebt sein Landorus auf gar keinen Fall. Damit war er jetzt vielleicht ein bisschen geschockt oder so, who knows. Er geht wieder zurück in seine Hierarchie. Und das habe ich halt eben dann auch hier natürlich hier dreimal Props an mich, habe ich hier gut predicted. Ich bin hier mein Sergeant RL3 gegangen, wer mal wieder hier die Spitznamen meiner Pokémon herausfindet und so, dem schicke ich einen Keks zu. Bin ich hier rausgegangen, ich habe jetzt halt eben hier frei die Möglichkeit eigentlich auf Erdbeben zu gehen. Ich dachte aber so, er bleibt hier nicht drin, sondern er switcht halt eben raus und deswegen dachte ich mir, hier gehe ich auf die Blattgeisel, falls er halt eben raus switchen möchte, weil er vielleicht zum Beispiel ein Erdbeben von mir abfangen möchte. Sein Landorus T hat ja die Möglichkeit, einen Zetstein zu tragen, vielleicht geht er hier in sein Landorus T, fängt damit
damit halt eben, ja, Earthquake halt eben ab und setzt dann irgendwie Z-Fly ein und killt mich oder so. Hat er nicht gemacht, er geht auf Wunschtraum halt eben. Hier setzt er jetzt den Ice-Heap ein mit Hierarchie. Und da geht's jetzt schon los, Leute. Was haben wir jetzt? Natürlich genau der Freeze. Man kennt's doch schön von Hierarchie, Mensch. Hierarchie ist nicht nervig, nein, um Gottes Willen. Wie soll's auch anders sein, wie im oder, na, ist ja keine Sie, ist ja geschlechtslos. Aber egal, Hierarchie ist einfach für mich eine Sie. Meine Fresse, nervt mit diesen scheiß ganzen Hexen und so weiter. Freeze mich jetzt hier. Was ein bisschen ungünstig ist, er kriegt jetzt nochmal einen Wunschtraum raus. Ich bleib gefreezed. Hier habe ich jetzt halt eben die Möglichkeit, Earthquake beispielsweise zu drücken. Er geht raus mit seinem Pokémon, er sieht hier die Chance, geht in sein Unchained. Unchained ist in dem Fall sein Buzzhole, also sein Mosquito. Jetzt taue ich halt eben auch auf. Ich bin hier auf Blattgeist gegangen, weil ich mir dachte, vielleicht switcht halt eben auch wirklich raus mit dem Wunschtraum und so weiter. Dachte aber nicht, dass er auf Mosquito geht, sondern vielleicht sogar auf Landris. Wie gesagt, man sieht, sie hat Beulenhelm damit drauf gehabt, um die physischen Pokémon von mir halt eben abzufangen, wie beispielsweise halt eben hier. Man sieht es ja beim Maruder. Und hier dachte ich mir so, okay, Maruder, du machst gar nichts mehr im Spiel, vor allem weil die Tarnsterne oben sind. Also sack ich dich einfach und ja. Damit sehen wir, das war's dann wohl mit meinem Maruder. Doof gelaufen, sage ich mal, mit dem Freeze, aber ich glaube, der hat nicht so viel ausgemacht, würde ich jetzt mal sagen, wie dem auch sei. Ich gehe jetzt hier in Cresselia halt eben rein. Ich habe halt gesehen gehabt, dass ein Psychic sowie auch Moonblast ihm wegböllert. Bin aber hier, ich glaube, trotzdem weiterhin auf die Psychic halt eben gegangen. Jetzt switcht ja auch eben sein Landturm halt eben rein. Man sieht, er macht, also es macht Unmengen an Damage. Er geht hier wieder auf den Void-Wechsel, womit ich auch so ein bisschen wieder gerechnet habe. Er kriegt halt immer wieder ein bisschen Chip-Damage jetzt mehr oder weniger auf meinen Cresselia und kriegt es so nach und nach halt eben drunter gedownt. Ich kann mich halt eben nicht hochheilen. Ich habe halt kein Moonlight oder irgendwie sowas oder Leftovers oder was weiß ich nicht was. Hier hätte ich den Switch zu Hierarchie eigentlich auch predikten können, dass der Void-Wechsel auf Hierarchie geht. Ich hätte hier beispielsweise, weiß nicht, Raikou oder sowas halt eben rein switchen können und sowas. Habe ich jetzt nicht getan. War blöd meiner Seite. Ja, habe ich auch selbst gesehen. Hier bleibe ich aber auch nicht drin in Hierarchie, gehe hier direkt in meinen Fox, also in mein Empoleon rein, weil ich halt eben auch damit gerechnet habe, dass er sogar gegebenenfalls jetzt hier vielleicht sogar nicht drin bleibt, aber er bleibt drin, was auch in Ordnung ist. Er kann mir nicht so viel Damage machen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder predikte ich mir jetzt seinen Switch oder ich greife zum Beispiel mit Scald an. Aber er könnte jetzt auch damit rechnen, dass ich Scald einsetze und geht hier in seinen Landturm. Deswegen habe ich mich hier dazu entschieden, auf Toxin zu drücken. Man sieht es hier, er geht auf seinen Landturm auch wirklich tatsächlich drauf. Ein Eisstrahl hätte gar keinen Schaden gemacht gegen AV Landturm. Von daher war das keine Option für mich. Deswegen, ich bin hier auf Toxin gegangen, was ganz cool ist. Jetzt habe ich seinen Landturm, sein bisschen bulkigeres Pokémon, so ein bisschen halt eben jetzt, ja, nennen wir es einfach mal Schaden hinzugefügt. Jetzt so nach und nach bekommt sie ja immer mehr Damage und so und das kann sich halt eben von selbst nicht hochheilen. Außer Unrest ist halt eben sozusagen Spitzname, um mich darauf vorzubereiten, dass das Pokémon jetzt gleich Erholung einsetzt. Das wäre natürlich was anderes. Ich gehe jetzt hier in mein Raikou rein, weil er kann mir fast gar keinen Schaden machen mit zum Beispiel Voltwechsel oder seinen so Hydro-Pumpe-Shenanigans oder irgendwie sowas. Bin ja also mein Raikou, wie gesagt, gegangen. Ich kann natürlich hier nicht mit Donnerblitz oder irgendwelchen anderen Quatsch oder sowas attackieren, gar keine Frage. Geht hier auf den Voltwechsel, switch halt eben raus in sein Uncapped. Uncapped ist in dem Fall Nidoqueen. Nidoqueen ist auch extrem ungünstig für mein Raikou, wenn es Erdkräfte ist und offensiv halt eben ist. Ich wollte es halt eben nicht riskieren, selbst wenn ich gesehen habe, dass es halt Tarnsteine eingesetzt hat. Ich wollte es nicht riskieren. Man sieht es ja auch, er geht sogar tatsächlich auf die Erdkräfte. Deswegen denke ich mal, er hat im Kalk oder so gesehen, dass es ausreicht. Deswegen war das schon ganz gut. Bin in mein Cresselia gegangen und jetzt kann ich halt eben eigentlich wieder frei auf Psychic drücken. Er geht hier in seinen Landturm halt eben rein und ich dachte mir so, ne? Jetzt kann ich eigentlich frei auf Psychic gehen, aber er wird doch damit rechnen und jetzt in seine Hierarchie wechseln. Das war zumindest mein Gedankengang. Hat er natürlich nicht gemacht. Meine Predictions gehen ja immer ganz gut auf, haben wir schon gesehen. In den letzten Kämpfen immer habe ich ja immer sehr viel Glück, was meine Predictions angeht. Ging hier nicht auf, er geht in seinen Landturm halt eben rein. Somit macht es weniger Damage als ein Psychic, obviously. Er setzt hier wieder Voltwechsel ein. Er geht hier sogar tatsächlich in seinen Elfun rein, was interessant war. Weil ich damit nicht gerechnet habe, da habe ich halt geguckt, was möchte der denn machen, weil wir sehen es hier an dem Spukball-Damage, das macht halt Unmengen an Schaden und geht jetzt zwar mit Kehrtwende hier raus, aber, also, das hat mich ein bisschen sehr überrascht, muss ich sagen, dass er hier in sein Whimsicott geht, aber warum nicht, weil so kriegt er wieder Kehrtwende-Damage raus, jetzt kann er halt eben wieder, in dem Fall geht er auf Mosquito halt eben rausgehen, weil ich bin ja gelockt in Spukball, aber man sieht es auch, Spukball macht auch gegen Mosquito sehr viel Damage eigentlich, ja, ne, also, das ist schon, ne, kein schlechter Damage eigentlich, und ich dachte mir hier so, okay, Stealth Rocks sind auch draußen und so weiter, ich kriege halt eben das Cresselia nicht mehr so safe halt eben rein in den Kampf, und
habe mich dann doch dazu entschieden, das hier wieder auch zu sacken. Vielleicht wäre er hier auch vielleicht sogar auf den Ruheort gegangen oder so und ich hätte halt die Chance gehabt, da vielleicht sogar noch einen Spedef-Drop oder was weiß ich was zu bekommen, sodass mein Sondersensor von Raikou sogar tatsächlich ausreichen würde oder so, aber das habe ich auch nicht bekommen. Ich gehe hier in meinen Togekiss rein, jetzt habe ich die Chance gesehen, mein Togekiss hier mal Time to Shine zu machen und hier habe ich jetzt auch wieder mehrere Möglichkeiten gehabt, was ich hätte drücken können. Ich hätte zum Beispiel Luftschnitt drücken können, hatte aber Angst gehabt, dass er in Landturn geht und ich habe halt gesehen gehabt, dass der Dazzling Gleam, also der Zauberschein, auch ausreichen würde gegen Mosquito, deswegen gehe ich hier auf diesen Zauberschein. Und jetzt, Leute, habe ich im Kalk gesehen gehabt, es könnte jetzt ausreichen, ihn zu KO'en mit Dazzling Gleam. Aber ich dachte mir auch irgendwie so, vielleicht zeigt er das Pokémon, ne? Also ich dachte mir so, vielleicht, okay, vielleicht zeigt er das ja doch oder so. Und deswegen gehe ich hier vielleicht nicht auf den Spukball, den ich ja auch drauf habe für Hierarchie. Er geht aber jetzt in Hierarchie. Aber als ich vorhin auf Spukball geklickt habe, Cresselia ist ja dann, ja, ist ja egal. Ja, ist jetzt in Hierarchie auf jeden Fall drin. Hier möchte ich nicht drin bleiben, natürlich nicht. Weil so ein Eisenschädel nehme ich nicht gerne mit. Gehe hier in Forks raus. Man sieht es ja jetzt einfach wieder Wunschtraum ein. Ich hätte hier wieder die Chance nehmen können, um vielleicht einen Spedef-Drop zu bekommen mit Spukball oder sowas. Aber das kann ich nicht riskieren. Ein Eisenschädel und ich bin halt eben down mit Togekiss. Deswegen Forks halt eben hier. Wie gesagt, kann ich eigentlich immer relativ gut hier reinwechseln. Und jetzt dachte ich mir so, okay, du bleibst hier nicht drin. Vielleicht gehst du ja jetzt sogar in deinen Landturn rein, was er tatsächlich sogar tut, Leute. Und deswegen gehe ich hier nicht auf Scald, damit er nicht irgendwie Water Absorb bekommt. Gehe ich auf Eisstrahl. Wir sehen jetzt, wie wenig Damage Eisstrahl macht. Aber mit der Vergiftung ist das jetzt so, dass es... Ach nee, ne. Ach man, jetzt, wenn man wieder die Turns so gut im Kopf hat, ne. Ja, also er hat Wunschtraum ja eingesetzt, heilt sich wieder hoch. Jetzt habe ich vielleicht so einen kleinen Turn vorweggenommen oder sowas mit dem, was ich erzählt habe. Ich gehe hier wieder in meinen Raikou rein. Kleiner Fauxpas an meiner Stelle. Ich gehe hier wieder mit Raikou halt eben rein. Ja, wie gesagt, das fängt halt eben alle Attacken irgendwie gut von ihm ab, aber er kann mich halt eben immer wieder wegchippen, ne? Also Tarnsteine muss ich mal rein switchen, da kriege ich Damage. Er kann mit Voltwechsel immer wieder rausgehen und so weiter. Landturn ist halt ein scheiß nerviges Pokémon, Mann. Auch schon bei der MPBL hat es mich so genervt, Alter. Er geht hier in sein Nidoqueen rein und hier dachte ich mir einfach nur so, okay, gehst jetzt entweder auf den Flinch, den ich gegebenenfalls bekommen kann, oder er macht irgendeinen anderen Scheiß. Wir sehen hier, er kriegt nicht den Flinch irgendwie rein. Da ist die Schuke-Berry eigentlich auch egal, ja, also die ich ja drauf gesetzt habe, weil Erdkräfte reicht halt eben absolut aus. Da brauche ich nicht, also ja, das war irgendwie keine Roll oder was weiß ich nicht was, sondern das reicht halt eben trotz Schuckeberry aus, wenn er Sheer Force leicht offensiv irgendwie so da drauf hat oder sowas. Hier gehe ich mein Cross rein, weil Cross halt eben sein Nidoqueen halt eben auch KO'en kann. Und ich dachte mir jetzt einfach nur so, okay, gut, jetzt willst du einfach nur gucken, dass es halt eben kein 6-0 wird. Weil für mich war schon klar, dass ich verloren habe, vor allem, weil hier Mosquito auch beispielsweise kommt. Und Mosquito ist jetzt halt ein Pokémon beispielsweise, was ich halt, ja, was mich halt eben jetzt schon in eine sehr, sehr blöde Situation bringt, weil das Pokémon halt eben physisch gut was aushält, Beulenhelm drauf hat und sich halt eben hochheilen kann mit beispielsweise Drain Punch oder so. Das ist halt nicht so klasse jetzt. Und da wusste ich schon irgendwie, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt vorbei. Bin hier in mein, ja, Togekiss gegangen. Er heilt sich auch hoch mit Ruheort an seiner Stelle, sehr gut gemacht. Ich hätte hier einfach weiterhin auf Frustration, also theoretisch hätte klicken können, habe ich nicht getan. Er wechselt jetzt hier wieder raus. Hier hätte ich jetzt, wie gesagt, wieder die Möglichkeit gehabt, halt eben auf ja, Air Slash zu gehen, aber ich bin hier auf Spukball gegangen, weil ich mir dachte, jetzt gehst du doch Safe Call wieder in der Hierarchie sofort rein. Hat er hier mal wieder nicht getan, wie soll es so anders sein? Und jetzt habe ich halt gesehen gehabt, okay, geil, deswegen jemand vorhin echt guten Damage halt eben gemacht. Und ich war mir so sicher, dass es halt eben jetzt KO'en wird, ich schwör's euch. Und dann sehe ich das hier. Ich, also, entweder habe ich das voll falsch gesehen im Kalk oder ich hab den Kalk verkackt oder so. Aber ich könnte schwören, das ist eine absolute Min-Roll gewesen. Ich hätte ihn KO'd. Also, entweder habe ich das vollkommen verkackt oder so. Oder, ja, ne? Ich möchte nämlich nicht sagen, dass ich recht habe. Ja, hier mein Togekiss sowieso weg von Tarnstein. Also hätte ich das halt eben jetzt geswitcht oder sowas, hätte ich sie mir wieder reinbekommen. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach gesackt. Und jetzt habe ich halt Fox wieder nur als einzige Answer gegen das Hierarchie. Ist nicht das Beste. Ich meine, Scald macht zwar ein bisschen Schaden, aber das reicht natürlich nicht aus. Ich habe mich dann hier dazu entschieden, halt, falls er wieder sofort auf sein Landturm geht, auf Eisstrahl direkt zu drücken. Vielleicht kriege ich ja den Freeze. Who knows? Nein, immer noch nicht. Kein Spedef-Drop, kein Freeze, keine gute Roll. Okay. Kein Flinch oder so. Ja gut, okay. Aber ich dachte mir, jetzt switcht er doch Safe Call. Ja, und jetzt war das schon wieder so eine Sache. Hier dachte ich halt eben Toxin. Also, ja okay, da kommen wir gleich zu. Erstmal...
Mann, ich bin immer bei diesem einen Turn, was ich die ganze Zeit sagen möchte, wo ich Eisstrahl gegen das Landhorn rausgehauen habe. Aber dieser Turn kommt nicht. Oder habe ich diesen Turn schon gehabt und ich habe den einfach nur komplett verschlafen? Weil ich habe das Gefühl, der Turn war schon. Er setzt hier Ableit-Hieb ein, macht Unmengen an Damage natürlich. Man sieht's ja, aber es KO'd mich nicht. Ich setze hier Siedewasser ein. Ach, wir sind hier angekommen, genau. Siedewasser macht gut Damage. Ich kriege den Burn. Jawohl, Leute. Hexma auf meiner Seite ist ja der Wahnsinn zu so einem Zeitpunkt im Spiel. Das war eigentlich ganz cool. Vor allem, weil ich jetzt halt eben Ableit-Hieb überlebe von ihm. Deswegen bleibe ich hier halt eben noch drin. Ne? Setze hier einfach fruchtig, freudig einfach mein Scald die ganze Zeit ein. Beziehungsweise, ja, ich habe halt eben so ein bisschen damit gerechnet, so, hey, vielleicht wird er hier dann doch in sein Landturm mal endlich wechseln oder so, weil ich ja nicht von Scald weggehe. Tut er aber nicht. Schade. Es lief nicht so, wie ich es wollte. Sagen wir es mal, es lief nicht so, wie ich es wollte. Dieser Turn mit Landturm und Eisstrahl kam, glaube ich, sogar schon. Den habe ich jetzt einfach mal komplett verschlafen oder so jetzt hier im Live-Kampf. Man sieht es hier, er KO'd mich jetzt auch mit seinem Ableit-Hieb, ganz klar. Mein Empoleon ist down. Damit habe ich wohl diesen Landturm-Turn wahrscheinlich wirklich verschlafen einfach. Wo ich halt eben dachte, dass Eisstrahl irgendwie ausreichen sollte mit Gift. Aber ja doch, der Turn kam halt. Wo ich dachte, Eisstrahl reicht aus und dann mit Gift würde ich jetzt halt eben KO'n, weil ich dachte, Gift kommt vor Wunsch. Traum, was es aber nicht kommt, was ich dann kennengelernt habe. Ja, und jetzt setzt Cross ein. Cross hat halt eben jetzt noch die Möglichkeit mit Frustration das Buzzhole gegebenenfalls zu KO'en. Ich glaube, hier war es auch eine Roll. Also, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das war hier auch eine Roll. Naja, ist ja auch egal. Somit verliere ich hier 6-0 gegen Mika. Gute Revanche, by the way. Hast auch gut gespielt, Mika, gar keine Frage. Hast dir verdient deinen Sieg auch geholt. Meine Performance war ein bisschen underwhelming, wie dem auch sei. Du hast verdient gewonnen, 6-0. Und damit würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Kampf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kostakowski, bye bye. Macht's gut.